sind Thierry Lutschen, ich bin beigeordneter Generaldirektor bei Elisabeth und zuständig für den Kanada-Jugendbereich. An euch sind Jutta Meyer, Koordinatrice vom Projekt Indiana Joss, mit dem wir forschend entdecken und Naturwissenschaften an Missouri Lee zu Litzeburg fördern. Und für dieses Projekt kriegen wir den FNR Award for Outstanding Promotion of Science to the Public. Ziel vom Projekt ist, kann er im Alter von 4 bis 12 Jahren an den Missouri Lee Naturwissenschaften und Techniken zu vermitteln, an das ob eng spielerisch Art und Weise. So können Hemmschwellen aufgebaut gehen, an den Interesse für technisch oder wissenschaftliche Berufe geweckt gehen. Wir erreichen das engerseits durch gezielte Formationen für Edukateuren. Die Formationen gehen hinein die nötige Kompetenz an das Selbstvertrauen an den Missouri Lee, wissenschaftlich Workshoppen anzubieten, an Forscherateliers anzurichten. Auf der anderen Seite bedele ich mir als ein Makerfester an und Lernfester. An all den Aktivitäten steht Kant am Mittelpunkt als Co-Konstrukteur. Hier eigene Bildungsprozesse können matt gestalten an ihrem natürlichen Forscherdrang beruhen. Wenn wir 2014 das Projekt gestartet haben, haben wir den direkt mit dem FNR zusammen gemacht, weil das wichtig war, Naturwissenschaften, Technik, Forschung und Technik bei der Kanada und Missouri Lee anzubringen. Eine zweite Motivation war, dass David im Ministerium auch nach meinem non-formalen Bildungsrahmenplan kommen, für beides also zusammenzubringen. Ähnliche Initiativen gehen wir schon im Ausland. Wir haben die auf unser letztes System umgebaut. Wir haben daraufhin eine europaweite Ausschreibung gemacht, Formateure nachgestellt, die also an dem Projekt gegen unterstützen und waren schlussendlich die deutschen Formateure, die zurückgekommen. Nur der erste Staffel, die hauptsächlich darauf fokussiert war, Train the Trainer auszubilden, haben wir dann an der zweiten Staffel als Edukateur noch Theaterpädagogik beibrucht, für eben noch die Animation von den Athleten bei der Kanada besser hinzukriegen. Als Wissenschaftsbegeisterter Enseignant ist mir sehr aufgefallen, dass es immer mehr schwer wird, für die Enseignanten davon zu überzeugen, für Sciences in den Klassen zu machen. Und was umso mehr begeistert, für zu sehen, mit welcher Begeisterung und auch Enthusiasmus die Edukatoren und Edukatrisen bei diesem Projekt auf einer informellen Basis die Kanada Sciences Mino bringen konnten. Das ist schon ganz interessant, weil wir haben immer eine Theorie. Wir gehen mit der Theorie und das Experiment an. Und können die entdecken und machen daraus hier Theorie. Mittlerweile gehen 11 Forscherateliers an Missouri Lee angerichtet, 96 Edukateure sind formiert gehen. Und im Jahr 2017 haben ca. 2000 Kanner und Forscherateliers teilgeholt. In 2018 fuhren wir weiter mit einem neuen Projekt, das heißt Forschermobil. Wir werden damit an Missouri Lee und auch an die Schule fahren. Als Partner ist ein Job, den Minister der Education National, der Makerspace Never Near, die haben bislang die Projekte begleitet. Wir werden noch dort probieren, neue Partner beizukriegen, beispielsweise die NIFAN, die werden mitmachen, für die Formationen noch mit Lehrpersonal zu bringen. Forschen und Entdecken ist bei Elisabeth untertragen Normalität. In den Missouri Lee, an den Kirchen, an den Jugendhäuser geht der andere aus geforscht, kann er partizipieren mit einer Begeisterung darunter. Auch alles, was Normalität ist, muss weiter gefördert werden. Wir müssen weiter probieren, das Projekt im Leben zu halten, indem wir immer mit neuen Initiativen so in das Projekt investieren, wir auch Begeisterung von unseren Mitarbeitern, dafür, dass auch die Toten in Normalität bleibt.